Microsoft Publisher Gestaltungsregel Bilder wie immer weniger ist mehr also nach Möglichkeit wenig Bilder vielleicht auch nur eines wenn Sie ein Bild verwenden machen Sie es ziemlich groß man sagt Produktebilder sollten etwa 40 Prozent der Fläche einnehmen das ist groß und Bringen Sie Emotionen rüber. Das heißt, das Bild muss ein schönes Bild sein, das einem anspricht. Und zum Schluss nicht vergessen, das Logo darf nicht fehlen. Legen wir los. Hier nochmals das alte Bild. Ich setze es nochmals in Szene. Ich stelle es hier zentriert auf den Flyer und sehe, geht nicht. Die Stimmung stimmt nicht, schlechtes Bild, zentriert geht nicht. Also ich lösche das Bild, das passt nicht und hole bessere Bilder rein. Wir gehen unter Einfügen, Bilder und holen folgende Bilder rein. Ich habe ein besseres Bild, ich habe das Logo und ich habe noch ein Foto des Rothauses. Diese drei Bilder hole ich in einem Rutsch rein hier unten bei Einfügen. Was macht Publisher? Publisher platziert die Bilder hier schön neben dem Papier. Und ich klicke einmal daneben, sonst kommen alle drei Bilder miteinander, weil ja alle drei Bilder noch markiert sind. Also daneben klicken. Ich hole mal das Wichtigste, das neue Foto, ein schönes Stimmungsbild dieses Kellers. Und stelle das mal hier unten hin, möglichst groß. Schau mir das an. Es wirkt, es hat hier noch weiße Ränder. Wir hatten ja die Regel, es soll viel Weißraum stehen bleiben. Hm. Aber irgendwie wirkt das auch altmodisch, so wie die alten Fotos mit den weißen Rändern. Ich wage etwas anderes. Und man vergisst das häufig. Setzen Sie das Bild ganz an den Rand hinaus, sogar ein bisschen über den Papierrand hinaus, so dass man das noch zuschneiden kann. Ich packe den Ecknagel, blase das Bild auch hier über den Papierrand hinaus auf und lasse es mal so wirken. Natürlich ist das Bild jetzt eine ziemliche Wucht. Gerne würde ich das Bild hier zum Beispiel dem Gewölbe entlang schneiden, vielleicht so in dieser Kurve. Aber wie geht das? Wie macht man das? Dass es randabfallend ist, das gefällt mir bis jetzt. Und jetzt kommt der Zuschnitt. Der Zuschnitt geht über einen Umweg. Man kann das Bild so nicht zuschneiden, aber es gibt einen Trick. Man kann eine Form holen, die etwa diese Form hat. Man kann die Form anpassen und dann in diese Form das Bild wieder einfügen. Ich stelle das Bild mal zur Seite und hole die Form. Beim Register einfügen findet man die Formen. Klick hier drauf. Hier habe ich ja sehr viele Formen. Hier unten habe ich so etwas gewünschtes Flussdiagrammdokument. Tönt lustig. Okay. Ich klicke darauf. Es erscheint nachher ein Fadenkreuz. Ich ziehe hier diese Form einmal auf und jetzt ist die Wellenform unten statt oben. Das kann ich aber hier bei der Nase drehen. Und jetzt kommt mir das Textfeld hier in die Quere. Ich stelle es mal zur Seite. Das ist ja nun eben praktisch, ist eben Publisher, ein Layout-Programm. Ich kann ja die einzelnen Dinge herumfliegen. Und jetzt kann ich hier bei der Form diese Nase hier packen und die Form um 180 Grad drehen. Und damit das ein bisschen besser geht drücke ich noch die Shift-Taste, dann rastet es so ein, jetzt ist es um 180 Grad gedreht, aber ich hätte gerne die Welle hier nicht auf der rechten Seite, sondern links. Also mache ich das, ich packe diesen Seitennagel, mache die Form einmal schmal und noch schmaler bis auf die andere Seite und jetzt habe ich das gespiegelt, ich stelle das wieder hier hinein. Auch das mache ich doch gerade randabfallend, also bis an den Rand hinaus. Hier blase ich das wieder auf. So. Bis über die Papierkante hinaus. So weit, so gut. Vielleicht da oben noch ein bisschen höher, etwa so. Super. Und jetzt fülle ich das Bild in diese Form hinein. Wie geht das? Gehen Sie hier oben zu Format. Oder machen Sie einen Doppelklick auf die Form, dann erscheint die format -Kiste sofort. Gehen Sie zu Fülleffekt, bei Fülleffekt auf Bild und hier bei Bild suchen Sie Ihr Bild. Aus Datei, hier sind wir wieder bei den Bildern, das ist der Gröfli-Keller, ich klicke hier drauf, Einfügen und jetzt ist der Gröfli-Keller in diese Form hineingekommen. Damit das besser sichtbar ist, vergrößere ich das nun einmal hier auf dem PC. Und jetzt bin ich doch ziemlich überrascht. Was macht Publisher hier mit dieser Linie? Das sieht ja schrecklich aus. So ungenau zugeschnitten ist das möglich. Hier eine Delle, da eine Delle, gerade Linien, hier eine Ecke, da oben ein Spitz. Unglaublich. Wie kann ich das korrigieren? Wie kriege ich das in den Griff? Ich mache mal einen Doppelklick wieder auf diese Form, die nun gefüllt ist mit meinem Bild, und ich habe da Juhui ein Werkzeug Form bearbeiten, super. Ich gehe hier drauf, und es wird noch besser Rahmenpunkte bearbeiten, ja. Genau das will ich, Rahmenpunkte. Und siehe da, ich bin positiv überrascht. Da hat es ja diese Punkte. Ich will hier ein bisschen korrigieren. Ich probiere es mal. Ich fasse einen Punkt. Hm, passiert nichts. Das hier? Passiert gar nichts, überhaupt nichts. Ich kann Sie beruhigen es funktioniert nicht also hier haben die microsofter lausig programmiert oder noch nicht fertig programmiert es funktioniert nicht ja wie geht's weiter wie immer wir tricksen das programm aus wir wechseln kurzerhand zu powerpoint powerpoint ist ja auch ein publishing programm funktioniert ganz ähnlich wie publisher und dort funktioniert's also ich wechsle zu PowerPoint. Ich öffne mal PowerPoint, nehme eine leere Präsentation, das hier lösche ich einmal, ich brauche das nicht, also diese Textfelder lösche ich. Jetzt habe ich natürlich eine Breitleinwand, das will ich auch nicht. Unter Entwurf kann ich tatsächlich bei Foliengröße benutzerdefinierte Foliengröße nehmen und es ist schon vorbereitet. A4 Papier hoch, siehe da, okay, maximieren oder skalieren spielt keine Rolle, hier ist mein A4 Papier und ich mache dasselbe Spiel nochmals. Ich gehe unter Einfügen, nehme wieder eine Form, nun wissen wir bereits, wie das geht, hier ist die Form, ich blase die gerade auf die richtige Größe auf, ich drehe das wieder, ich drücke schon wieder Shift, dass es einrastet. Ich mache es wieder randabfallend, hier ein bisschen größer. Super. Und ich weiß natürlich auch, ich gehe hier bei Fülleffekt und fülle hier das Bild wieder ein von vorhin. Da ist es, Gröffli-Keller. Und was passiert? Der Gröffli-Keller steht Kopf. Warum? Ja klar, wir haben ja die Form gedreht, auf den Kopf gedreht, deshalb ist jetzt auch das Bild auf dem Kopf. Also schon wieder, nochmals zurück, wir müssen schon wieder austricksen. Ich gehe hier zurück, ich mach's mal ohne Bild und ich drehe das Bild im Windows Explorer. Da sind wir im Windows Explorer, ich gehe auf den Gröffel-Keller, rechtsklick zum Beispiel nach rechts drehen und dasselbe nochmals. Jetzt ist das Bild auf dem Kopf und wenn ich es jetzt einfüge, dann sollte es klappen. Also ich füge das Bild nochmals ein, Fülleffekt, Bild, da sind wir wieder, jetzt steht das Bild auch Kopf, wunderbar. Und nun ist das Bild richtig eingefügt. Ich weiß, wir hatten vorhin das Ganze noch gespiegelt, das Braucht man gar nicht mehr, denn ich habe diese Linie hier nun wunderbar im Griff. Ich schaue mal nach, wie das PowerPoint löst und ich sehe, hier ist die Linie perfekt. Was macht PowerPoint besser? Hier funktioniert das nun tatsächlich, was ich vorhin machen wollte. Ich gehe wieder hier auf Form bearbeiten, Punkte bearbeiten und sehe nun wunderbar, ich kann diesen einen Punkt hier packen und Sie sehen hier diese Vektoren. Das heißt, ich kann diesen Vektor fassen und nun die Kurve verändern, zum Beispiel so, sehe aber zugleich, hm. Das verzerrt mein Bild. Das will ich eigentlich auch nicht. Also wenn das mein Bild verzerrt, ich packe mal diese Linie hier, das geht irgendwie auch nicht. Ich will ja nicht, dass das Bild verzerrt wird. Jetzt brauche ich wieder einen Trick, einen weiteren Trick. Das heißt, ich verforme zuerst die Form und es wäre praktisch, ich könnte durch die Form hindurchschauen, sie wäre transparent und das Bild liegt darunter. Also, wir machen es nochmals. Hier haben wir die Form. Ich mache zuerst die Form transparent. Doppelklick darauf oder hier oben unter Format, Fülleffekt und hier bei weitere Farben hat man die Möglichkeit, die Transparenz einzustellen. Hier den Transparenzregler irgendwie in die Mitte stellen. Okay. Die Form ist nun tatsächlich transparent. Und ich hole nun noch das Bild herein, unabhängig von der Form unter Einfügen, Bild hereinholen, da ist der gröffliche Keller, Einfügen, da ist er. Ich stelle den wieder ganz nach unten, Rand abfallend und jetzt die Form darüber. Aber wie kriege ich die Form darüber? Jetzt ist sie ja darunter. Man kann die Stapelreihenfolge der Formen oder der Elemente mit einem Rechtsklick steuern. Ich sage hier. In den Vordergrund und jetzt liegt tatsächlich die Form darüber. Jetzt kann ich meine Form wunderbar unabhängig vom Bild formen. Ich gehe hier wieder unter Format, Form bearbeiten, Punkte bearbeiten und habe nun die Vektoren perfekt im Griff. Ich will ja hier dem Gewölbe entlang eine Form machen. Ich versuche es mal, ich packe den Anfasser hier. Ich hätte gerne die Form dem Gewölbe entlang. Ich packe diesen Vektor hier, ich stelle diesen Vektor mal genau gegenüber. Und wenn ich jetzt noch die Shift-Taste drücke, dann kann ich beide Vektoren miteinander steuern. Wunderbar, ich lasse die Shift-Taste wieder los. Ich stelle hier diesen Punkt mal ein bisschen weiter hinein. Vielleicht so so ungefähr dem Gewölbe entlang das ist gar nicht so schlecht vielleicht noch ein bisschen nach rechts ich drücke wieder Shift ich mache hier den Winkel noch passend irgendwie so dann hätte ich hier gerne statt dass das nach unten geht möchte ich dass es das hier nach oben geht ich stelle mal das hier in die obere Ecke ich packe diesen Vektor mache eine solche Kurve Vielleicht so, ich stelle es noch ein bisschen nach rechts. Vielleicht den hier noch ein bisschen verlängern. Also spielen Sie mit diesen Vektoren, bis das stimmt. Jetzt gehe ich wieder zu Fülleffekt und fülle nun in meine blaue Form das Bild. Bild. Aus Datei. Da habe ich es. Einfügen. Schwupps, da ist es. Diesmal nicht verzerrt natürlich habe ich jetzt zwei Bilder hintereinander das hintere Bild hier das brauche ich gerade nicht mehr ich lösche das und ich hole nun das hier zum publisher rüber ich klicke auf die form gefüllt mit dem bild Ctrl+C, c wechsle zum publisher und füge es dort wieder ein hier sind wir wieder im publisher das ist die komische form die nicht funktioniert hat das Packe ich, ich lösche das, mache nun Ctrl V oder hier oben einfügen und dann kommt die wunderbar zugeschnittene Form hier zum Publisher und ich platziere das nun ein bisschen besser, zum Beispiel hier unten randabfallend und hier oben randabfallend, perfekt. Wie geht's weiter? Ich sehe hier die blaue Führungslinie, die stimmt zufälligerweise gerade mit der Schrankkante überein. Eigentlich wunderbar. Aber wo sind meine Texte? Ich klicke einmal auf das Bild und sage hier oben, es soll nach hinten verschwinden oder gerade ganz in den Hintergrund, so dass der Text nach vorne kommt. Ich stelle den Text ein bisschen nach unten. Wo soll der Text stehen? Ich weiß, ich will mich an diese Kante hier halten, also eigentlich an die Schrankkante. Es ist gewagt, wenn man Text auf Bilder setzt. Ich versuche es trotzdem. Hier ist es ein bisschen wild. Ich stelle also den Text noch ein bisschen weiter nach unten, so dass der Text vor allem hier auf dem Parkett steht, vielleicht so. Und der Text ist ja noch grau von vorhin. Ich mache den nun noch richtig weiß. Also, Textfarbe weiß, dann kann man ihn besser lesen. Weiß, ich klicke daneben. Ich glaube, das kann man so verantworten. Ich klicke nochmals darauf mit den Pfeiltasten auf der Tastatur platziere ich das perfekt. Etwa so. Wo ist der Text von der Mitte? Der ist nun wirklich irgendwo mittig platziert. Ich trage den nach unten, ich stelle den. So, nahe ans Bild heran und mit den Pfeiltasten platziere ich das richtig, etwa so. Nun schaue ich mir das Ganze mal an und ich hätte auch gerne keine Rahmenlinien. Ich gehe zu Ansicht, stelle diese Begrenzungslinien ab, klicke daneben und schaue mir das in der richtigen Größe an, etwa so. Sieht gar nicht schlecht aus, ich habe hier sehr viel Platz. Es fehlt eigentlich nur noch hier das Logo oder ja genau, die 80 Franken fehlen noch. Die hole ich wieder rein und jetzt will ich da noch irgendwie etwas Auffälliges gestalten. Man sagt, ein Flyer dürfe auch einen Störer enthalten, also irgendetwas, das überhaupt nicht passt, aber die Aufmerksamkeit auf sich zieht. Das mache ich mal. Ich hole mal eine Form herein unter Einfügen, Formen, zum Beispiel ein Rechteck, vielleicht etwa so. Aber das soll nicht blau mit schwarzem Rand sein, sondern, ja, ich nehme mal hier Orange. Natürlich, die Kontur muss weg, das stört keine Kontur. Ich kopiere die mal, ich drücke die kontrolltaste taste lasse sie gedrückt, zupfe am Feld hier und fülle das. Zweite mit meinem Rot vom Titel, also ich habe dasselbe Rot hier genommen, vielleicht so, ich stelle noch den Text darüber, jetzt ist er aber darunter, also muss ich hier eine Ebene nach vorne oder ganz in den Vordergrund, jetzt sollte das aber noch ein bisschen fett sein, also fett, es darf auch größer sein und Natürlich weiße Schrift, weiß, klicke daneben, vielleicht so. Und weil ich das Textfeld nun einzeln gesetzt habe, kann ich das nun auch wunderbar platzieren. Da ist übrigens noch ein Fehler drin: das ist der ganze Geviertstrich, der ist natürlich viel zu lang. Ich lösche den und füge einen halbgeviertstrich ein mit CTRL- minus auf dem zahlenfeld das sieht besser aus so und damit ich das nun nicht einzeln hier irgendwie platzieren muss gruppiere ich diese drei elemente das hier ich drücke die shift taste das rote Kästchen, das orange Kästchen, mache einen Rechtsklick und sage, das soll eine Gruppe sein. Und jetzt kann ich die ganze Gruppe da herumfliegen und schauen, wo ich das platzieren will, vielleicht hier oder so, oder noch gedreht. Tja, ich schaue mir das mal im Überblick an, wirkt das, ja? Oder ich mache eine Alternative, die geht noch viel schneller. Ich beginne nochmals. Diesmal füge ich eine andere Form ein, ein bisschen kitsch darf sein. Ich hole hier einen Stern, zum Beispiel diesen hier, ziehe diesen Stern hier auf, etwa so. Auch den will ich natürlich nicht blau, sondern in meinem Rot. Da ist mein Rot immer noch schön parkiert. Keine Kontur, keine Kontur. Aber vielleicht noch ein bisschen Kitsch, vielleicht noch ein bisschen Schatten. Ich gehe hier zu Schatten, nehme diesen Schatten hier. Wunderbar. Ich drehe das Ganze noch schräg, füge das Textfeld darüber ein und jetzt ist es schon wieder dahinter gerutscht. Also Ebene nach vorne oder in den Vordergrund. Auch hier wiederum. Das Ganze soll natürlich größer sein, viel größer. Und fett und weiße Schrift. So. Und noch gedreht. Etwa so gedreht wie dieser Bang hier. So. Und zu guter Letzt. Ich drücke die Shift-Taste. Markiere auch noch den Bang. Es ist beides markiert. Rechtsklick und gruppieren. Oder da oben habe ich auch das Gruppieren-Werkzeug. So. Und nun kann ich. Mit der ganzen Musik hier herumfliegen und mir das Ganze im Überblick anschauen, wie das denn wirkt. Etwa so. Ich glaube, das lässt sich sehen. Nun habe ich noch einen Bilderrest. Wo platziere ich das Bild mit dem Rothaus darauf? Das passt irgendwie gar nicht mehr. Ich brauche es nicht. Und da habe ich ja noch das Rothaus-Logo. Wo kommt denn das Logo noch hin? Es hieß ja, man müsse unbedingt noch das Logo platzieren. Hm. Aber ich brauche es auch nicht. Es ist auch das falsche Logo. Denn hier geht es ja um das Benefizessen im Gröfli-Keller. Also bräuchte ich das Logo des Gröfli-Kellers und nicht das Rothaus-Logo. Und ein Gröfli-Keller-Logo existiert nicht. Also lasse ich es weg. Beides brauchen wir nicht. Und fertig ist mein Flyer. Ich glaube, den können wir drucken.